Stimmen der Reformation, Martin Luther ja in Thüringen. Was bieten Sie in Thüringen? Wir werden das Reformationsjubiläumsjahr am 10. November 2016 in der Hauptstadt des Jubiläums für Thüringen in Eisenach eröffnen und werden es ein Jahr später am Reformationstag 2017 in der Landeshauptstadt Erfurt beenden. Der Reformationstag für Thüringen selber wird am Vormittag des Jahres 2017, also am 31. Oktober 2017 in Schmalkalden sein. Während dann am Nachmittag in Wittenberg, versteht sich, da wo der Thesenanschlag vor 500 Jahren stattgefunden hat, dann der Festakt, der nationale und internationale Festakt sein wird. Es wird ja auch einen Martin-Luther-Weg geben. Was birgt sich dahinter? Es gibt einen Lutherweg, der nicht nur Thüringen umfasst, sondern der die Lutherländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umgreift, aber auch über die Ländergrenzen hinausgeht, nach Brandenburg, nach Hessen, nach Bayern, nach Sachsen. Und so etwas ist wie ein Wanderweg, ein Radweg, ein Pilgerweg, ein Bildungsweg. In Thüringen ist er ziemlich lang. Das sind insgesamt 1010 Kilometer, die, weil sie so viele sind, so lang und so umfänglich das Ganze ist, wir in 5 Abschnitte eingeteilt haben. Und auch dort ist die thematische Überschrift Stimmen der Reformation im Lutherland Thüringen. Können sich da auch touristisch interessierte Menschen, die nicht religiös sind, beteiligen? Wir hoffen das sehr, dass Menschen sich beteiligen, die, sagen wir mal so, mit der Kirche nicht unbedingt was am Hut haben, aber die das Thema Reformation, Martin Luther, was es historisch, was es kulturell, was es bildungsmäßig bedeutet, interessant finden. Und die sollen sich auf den Lutherweg machen.